Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 3, einem sehr coolen Spiel. Ja, ich habe jetzt eine neue Heimatstadt erstellt, ganz frisch, und würde ich mal sagen, spielen wir auch ein Gefecht. Ja, Sascha Vogel, mein Name. Ja, wen nehmen wir denn mal als Gegner? Also als erstes würde ich sagen, nehmen wir ihn. Als Gegner. Erstmal spielen wir, würde ich sagen, nur zu zweit. Wir nehmen meine Lieblings-Map mal England. Spielregeln Standard, genau. Entdeckungen. Schwierigkeit. Lass ich jetzt einfach mal so. Ist ja eigentlich egal, beziehungsweise ist nicht egal, aber. Ja, jedes Team verfügt über ein leicht zu verteidigendes Huronen- oder Cherokee-Dorf. Und mit den Handelsposten, die sind in diesem Spiel sehr wichtig, da kann man EP für seine Heimatstadt kriegen, genau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig aufnimmt, werde ich dann mal Commandement sehen. Forster. So, dann Commandement erstmal Forster. Yes. zwei Holz hoch. Ich bin das noch gewöhnt. Forster. Yes, Forster. Handels. Ready. Schon das Fuß. Yes, Und was right. ist der Gegner? Yes. Aber wo ist denn sein Gegner? Wo ist denn der Gegner? Yes. Astaire! Ready. Gut, die machen Nahrung und ihn hier benutzt zum Bauen. Aber erstmal. Ja. Yes. Das war schon mal ein Fehler am Anfang. You won. Yes, right. Yes, right. Ja, weg. Yes. Und dann holen wir uns lieber das. Ja, gut. Kommt gleich einer raus, schicken wir den mal zum Holz sammeln. Ready. Das ist auch ein Gegner, gibt's ja nicht. Come on the right. Unmöglich. Nein. Noch ein Haus und dann noch eins. Dann haben wir gleich drei bei den. Ja, bei den Rohstoffminen. Ready. Und 800, dann würde ich dann wahrscheinlich den Gouverneur nehmen. So, der geht. Gold. Und wir können uns auch wieder schicken lassen. Da schicken wir uns mal, lassen wir uns mal kurze Zeit für Bauhäuser schicken. Eine gute Karte meiner Meinung nach. Und gleich noch ein Haus. Und schon wieder ist hier ein Schatzwächter. Egal. Na, was ist unser Kundschafter? Da. Der killt mal den Bären. Ja. Das Spiel ist echt nicht mehr. Suche ich mal. Wahrscheinlich bringt der mich nicht um. Verdammt. Ja, right. Forster. Heil? Heil? Ready, Hawkester. Ready, Hawkester. Commandment. Gatherer. Yes, Gatherer. Heil, Gatherer. Ready. Yes, Forster. Forster. Commandment, Forster. Drei da und. Ready. Richt. Einer fehlt noch. Commandment. Da kommt er schon wieder. Und Ready. Noch einer ans Holz. Commandment. So. Eine Mühle würde ich gleich mal in Angriff nehmen oder erstmal sparen. Ready. Wir sind das noch mehr hier. Yes, yes. Und ja. Okay. Yes. Yes. Ready. Ready. Ready wall. Du tötest ihn mal. Ich hoffe es. Yes. Ja.
Und was soll man diesmal schicken? Ich würde sagen 300 Nahrung. Ne, 300 Holz. Ich trinke irgendwas. Lecker. Commandement Imenaso. Ready, recht. Red right. Kundschafter geht voraus. Ach, wie ich diese Map liebe. Yes, right. You want, right, yes. Right, you want. Ein Gewehrschütze kann man immer. Tja, da liegt der Kundschafter und der wird erst quasi wiederbelebt, jetzt in Anführungszeichen, wenn einer seiner Einheiten da lang geht. Töten wir mal den Banditenpistolero und schnappen uns den Cherokee-Gewehrschützen. Ja, genau. Und ich mache mir immer so ein Team, was dann rumgeht und dann passt der dazu ganz gut. So, nee, noch nicht. Right, you want, yes. Right, yes. Ja, du bist untätig. Huch, kein Marktplatz. Eine Mühle. Recht. You want. Yes, recht. So, lass uns das mal bauen. Und ja, ist hier noch im Aufbau. Yes, right, you want. Yes, right, you want, right. Schicken wir sie mal dahin. Gut, da arbeiten jetzt drei drauf. Passt. Yes. Also Bündnisse mit so Indianerdörfern finde ich jetzt allgemein eigentlich nicht so gut. Werde ich aber wahrscheinlich auch mal eingehen irgendwann. Und wir schicken uns wieder 300 Holz. Und holen uns die 80 Nahrung und dann sollte das auch reichen, um zum Kolonialalter, ja, oder auch jetzt. Ja. Ja, das ist schon gearbeitet. Ah, da klingelt das Telefon, aber ich unterbreche mal nicht die Aufnahme. Ist ja nicht so schlimm. Genau, der geht ans Holz. Ja. Yes. Ich habe mir auch immer einen 10-Minuten-Timer gestellt. Dann beende ich kurz die Aufnahme, nur das passt bei mir halt gerade. Oder passt bei mir halt nicht, wenn ich. Aufnehme und das Fenster aufnehme, ich nehme mit Böcken auf, dass er da sofort das Fenster aufnimmt, sondern der nimmt noch den Desktop auf und ich habe es auch schon versucht mit Knöpfen zu belegen, aber das funktioniert wohl irgendwie bei mir nicht. Tja, deiner aber nicht. Naja, also hier, deiner. Ja, schon wieder ein Dorf, und zwar ein Huron-Dorf. Und, aha, dann sind wir auch schon in der nächsten Zeit. Der Außenpostenwagen, würde ich sagen, kommt hierhin. Dann errichte ich immer vorher so eine kleine Mauer und so, um mich so ein bisschen abzusichern. Aber, ja, ich mach dann den killen wir noch und dann dürfte noch gehen. Und dann machen wir erstmal Schluss für diesen Part. Jo.